Hallo auf unserem Kanal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr wisst, wir sprechen ja gerne hier auf unserem Kanal mit Menschen, die etwas zu sagen haben, was andere Menschen auch weiterbringt. Und genauso ein Mensch habe ich heute auch wieder im Gespräch, und zwar die liebe Anna Wernecker, Autorin und auch im Coaching-Bereich unterwegs. Sei gegrüßt. Hallo Jens, ich grüße dich. Beziehungen, ja, wenn das Wort Beziehungen, wenn die Menschen untereinander gute Beziehungen führen würden, hätten wir gerade vielleicht heute in der heutigen Zeit, ja, eine andere Welt, das sage ich mal so, um es zärtlich auszudrücken. Und wenn wir überhaupt auch gute Beziehungen mit uns selber führen würden, dann hätten wir vielleicht auch weniger Probleme. Und genauso soll auch unser Gesprächsthema, soll auch unser Video heißen, einfach bessere Beziehungen führen, so nenne ich das mal. Und damit setzt du dich auch auseinander und auch an dir selber und auch mit anderen Menschen, wenn man das so sagen kann, hast du mehr oder weniger bewusst erfolgreiche Veränderungen herbeiführen können, weil du dich gerade mit Beziehungen auseinandergesetzt hast, Beziehung zu anderen, Beziehung zu dir selber, wie im Kleinen, so im Großen, das heißt einzeln, aber auch global gesehen. Was ist der Auslöser bei dir gewesen, dass du überhaupt das angegangen bist? Das ist eine gute Frage. Also, es war eine Phase in meinem Leben, das war tatsächlich auch kurz vor der Pandemie, Ende 2019, wo ich mit meinem Leben, mit mir nicht mehr so ganz zufrieden war. Und diese große Unzufriedenheit ist ja oft bei vielen Menschen so ein Impuls, jetzt will ich was ändern, jetzt will ich einfach was anderes machen. Ja, so. Also, ich war in der Beziehung zu mir selbst nicht zufrieden und ich war nicht wirklich so bei mir. Und ich war aber auch in meinen Beziehungen zu anderen recht unsicher, will ich mal so formulieren. Und es hat sich aber auch schon mal so ein bisschen durch mein ganzes Leben irgendwie gezogen. Und dann habe ich 2019 einfach irgendwann den Entschluss gefasst, nee, jetzt muss ich was anderes machen. So geht's nicht weiter, jetzt muss ich eine Veränderung haben. Und dann, das startete im Prinzip so mit dieser Intention, so nee, jetzt muss ich was anderes einfach machen. So, genauso, ja. Ja, jetzt bist du aber auch, also du bist so richtig in die Materie, sag ich mal, reingegangen. Und wie kann man das sagen? Was ist der erste Schritt prinzipiell, um bewusst erfolgreiche Veränderungen herbeizuführen in Beziehungen mit sich selber, aber auch in Beziehungen mit anderen Menschen? Also der erste Schritt war für mich wirklich die Intention zu setzen, für mich laut auszusprechen, liebes Leben, ich möchte jetzt was anderes. Ich möchte jetzt zum Beispiel eine glückliche Beziehung. Ich möchte jetzt schöne Freundschaften. Ich möchte mit mir selbst einfach glücklicher sein zum Beispiel. Das habe ich tatsächlich, das klingt ein bisschen seltsam, aber das habe ich wirklich so laut ausgesprochen und dem Leben gegenüber sozusagen erklärt, ich möchte das jetzt so. So, Und eine Leben, Entscheidung Marsch. getroffen, ne? Eine Entscheidung, genau, richtig, eine Ja. Entscheidung getroffen. Ich will das jetzt und das ist eine machtvolle Geschichte, wenn man sagt, ich treffe jetzt die Entscheidung, dass ich das will, liebes Leben, mach so. Und dann habe ich 4 Wochen später meinen damaligen Partner kennengelernt und dann haben sich viele magische Momente einfach ergeben. Und das war für mich so der erste Schritt, zu sagen, okay, ich entscheide mich dafür und ich spreche das jetzt laut aus. So. Da saß ich in meinem Kämmerlein ganz allein, habe es aber auch für mich selbst ausgesprochen. So. Dann der zweite Schritt war für mich, also ich habe eine lange Geschichte, ich habe mich viel mit Spiritualität beschäftigt, aber auch mit der mentalen Ebene, mit Glaubenssätzen und also ich habe mich schon mit sehr vielen beschäftigt. Und ich bin aber immer an einen gewissen Punkt gekommen, an dem ich nicht weitergekommen bin, weil ich festgestellt habe, ich kann mir noch so viel in meinem Kopf mir überlegen, was ich will, aber irgendwie habe ich gemerkt, mein Körper macht da irgendwie nicht mit, weil der war irgendwie auf ganz anderen Abwegen irgendwie. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren. Und dann bin ich auf die neue Hirnforschung gekommen. Zum Beispiel Gerald Hüther, der ist da auch ganz groß. Der hat auch dieses Buch Würde geschrieben. Finde ich auch ganz großartig, ihn. Und dann habe ich auf YouTube auch mehrere YouTuber gesehen, die in dem Bereich Hirnforschung, aber auch Traumaforschung viel gebracht haben. Und das sagt letztlich nichts anderes aus, als dass unser Körper wichtig ist, dass wir unserem Körper immer Sicherheit vermitteln. Weil wir sind Menschen, wir brauchen Sicherheit im System. Und wenn unser Körper keine Eindrücke von Sicherheit hat, dann läuft er sozusagen, dann scannt er die ganze Zeit und sucht nach Gefahren. Ist jetzt da irgendwo eine Gefahr, da irgendwo eine Gefahr? Und dann, wenn wir in diesem Kampf- und Fluchtmodus sind, können wir nicht auf der mentalen Ebene sagen, ich bin jetzt aber glücklich.
Das Ja. funktioniert einfach nicht. Und so bin ich dann an ganz spezielles Wissen gekommen. Und das war für mich wirklich so dieser Game Changer, weil Ja. ich irgendwie so die Physiologie des Menschen einfach verstanden habe, wie wir Menschen ticken, weil wir sind gar nicht so kompliziert, weil wir haben noch dieses Reptiliengehirn, dass, wenn ich auf die Straße laufe und ein LKW kommt, das Reptiliengehirn sagt dann, okay, stopp, du läufst jetzt weg, sofort. So. Und die kognitiven, komplexen Fähigkeiten sind dann ausgeschaltet, weil ich muss da nicht nochmal manifestieren oder überlegen im Kopf, so was mache ich jetzt, sondern mein Körper reagiert einfach. Und das ist so dieses Steinzeit-Gehirnthema, in dem wir eigentlich alle permanent drin sind, nur wir wissen das nicht. Wir sind im Alltag alle in diesem Programm drin. Und wenn wir bewusst lernen, hey, ich bin in Sicherheit, es ist alles gut, dann kann ich mich auch entspannen. Und so habe ich viel über diese Thematik einfach mich informiert und zum Beispiel, also ganz großartige YouTuber, wo ich mir auch viel Inhalt zu herangezogen habe, war zum Beispiel Dami Scharf und Verena König, die haben ganz viel über diese Traumaforschung und diese ganze Neurophysiologie des Körpers gebracht und auch Gopal Norbert Klein hat auch viel, viel tollen Content auf YouTube gegeben. Und damit habe ich erstmal angefangen, mich, ich habe bestimmt 2 Jahre nur damit zu beschäftigen, nur zu lesen, nur, ja. Genau, das waren für mich die ersten Schritte. Ja, wir Menschen, hast du ja auch eben gesagt, wir sind ja Triggerwesen. Das heißt, irgendwie wird ein Knopf gedrückt durch irgendwelche Einflüsse, die wir haben. Und dann reagieren wir daraus. Und die Angst spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Und Ja. das Problem in Anführungsstrichen ist jetzt aber, es bewusst wahrzunehmen. Wie hast du zum Beispiel, du brauchst ja heutzutage nur die Mainstream-Medien, sage ich mal, aufzumachen und wir werden ja schon Angst getriggert, ne? Wie hast du bewusst diesen Moment sozusagen erlebt, dass du gesagt hast, ah, stopp mal ganz kurz, ja, ich bin in Sicherheit, auch wenn ich jetzt gerade visuell oder auditiv irgendwas in mich reingesogen bekomme? Wie war dieser Moment oder wie bist du darauf gekommen oder wie machst du das im Alltag dann? Ja, also wie ich darauf gekommen bin, einmal über 2 Wege. Einmal natürlich, dass ich mittlerweile eine ganz feine Wahrnehmung für meinen Körper bekommen habe und spüre, oh okay, das ist jetzt, ich spüre gerade Stress, dann orte ich das Gefühl, so ist das jetzt im Hals, im Bauch, Kopf, irgendwo. Und das andere ist, dass man über natürlich die Kontextualisierung, also über die Informationen, über das Wissen, was mir von außen heranziehe, eine Sicherheit habe, hey, mein Körper denkt, er ist in Gefahr, aber ich weiß, dass ich nicht in Gefahr bin. Und so funktioniert halt mein Körper und der denkt das halt in dem Moment, aber das ist nicht so, wenn ich nicht wirklich in der Gefahr bin, natürlich. Und über dieses Wissen habe ich eine Sicherheit, dass ich weiß, es ist alles in Ordnung, aber das läuft gerade in meinem Körper ab. Und dann ist der zweite Schritt bei der Emotion halt zu gucken, wieso bin ich jetzt im Stress, ja? Oder ne, so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Alltag merke, so, das ist jetzt eine richtig krasse Stresssituation, dann ist meine Exit-Strategie immer, Setting verlassen. Also rauszugehen aus der Situation. Man kann immer Gespräche abbrechen, man kann den Raum verlassen, man kann sich entziehen, man kann immer sagen, stopp, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt gerade mal 5 Minuten für mich haben, ich gehe jetzt, ja, so. Weil viele erstarren dann in Situationen, die unangenehm sind und denken, weil das hier das Reptiliengehirn, ich kann nicht handeln, ich bin ohnmächtig, ich kann nichts machen. So. Und das ist jetzt ja letztlich so die ganzen letzten 2 Jahre, die Geschichte, die Massen auch haben. Die sind alle erstarrt und denken, wir können nicht handeln, weil das jetzt was Schlimmes, was ja auch ist, aber letztlich kann man trotzdem handeln. Man kann ja trotzdem in der Situation zum Beispiel auch sagen, so, okay, ich fange jetzt an, zum Beispiel mich gesund zu ernähren, das ist das, was ich machen kann, ich mache mehr Sport, ich treffe mich mit Leuten, die gut für mich sind, die liebevoll sind und das ist so im Alltag das, wo ich auch in meinem Körper einfach wirklich ganz genau mittlerweile spüre, was los ist. Und dann auch in so einen Dialog mit meinem Körper bin. Und das dritte Feld, aber das habe ich auch von außen bekommen, das war EMDR. Das ist auch eine Technik aus der Hirnforschung, auch aus dem Traumabereich. Das macht ein Therapeut und der geht über diese EMDR-Technik. Das ist, man erreicht mit dem Finger, man macht so bestimmte Bewegungen und dann erreicht man mit diesem Finger, mit diesen Bewegungen so bestimmte Frequenzen im Gehirn. Und dadurch kann man bestimmte Spannungszustände lösen im Körper. Und das ist nichts anderes, als dass du dem Körper sagst, so, okay, ich sehe jetzt hier deine Ladung, deinen Stresszustand, wir können den jetzt rauslösen, ganz vorsichtig, und dass dieser Dampf vom Kessel einfach so der Deckel abgehoben wird und das rausfließen kann. Und dann habe ich auch nicht mehr diesen Spannungszustand im Körper und dann bin ich entspannt. Also es war so diese Kombination von mir aus allen.
Diese Ja. Technik, dazu braucht man aber jemand anders, ne? Also Ja, du, das muss ein, ja. ja. Also das muss ein ausgebildeter Therapeut tatsächlich machen, weil das kann auch in die Hose gehen. Also Ja. das ist tatsächlich, man braucht einen guten, ausgebildeten, erfahrenen Therapeuten, der auch erkennt, wann der Kunde oder der Patient destabil wird. Weil wenn der Mensch da jetzt sitzt und zum Beispiel gar keine Reaktion zeigt auf dieses, dann kann das sein, dass der schon längst erstarrt ist und das System schon längst runtergefahren ist. Und deswegen muss man das ganz vorsichtig machen. Und aber das hat bei mir ganz, ganz viel bewirkt, weil ich dadurch immer mehr gelernt habe, wann bin ich in einem extremen Stresszustand und wann kann ich mich wieder beruhigen und so dieses Gefühl immer feiner für mich wurde. Und deswegen habe ich mittlerweile auch ein größeres Vertrauen meinem Körper gegenüber, dass wenn der irgendwas macht, dass das einen Sinn hat. Weil unser Körper hat ja auch eine eigene Körperintelligenz. Also der weiß schon, warum der Sache macht. Der will uns auch nicht ärgern, der will uns ja schützen die ganze Zeit. Weil wenn wir ein bestimmtes Gefühl haben, dann haben wir das ja, weil das eine Berechtigung hat. Und weil wir mit etwas in Resonanz gehen mit der Umwelt, sonst wir können etwas mit etwas in Resonanz gehen, was wir schon kennen. Wir Das gehen, stimmt, ja. ne? Das passiert sonst nicht. Also irgendwas an uns muss da sein, unserem Körper, was der schon kennt, sonst würde der nicht so fühlen oder so reagieren. Ja, und das ist bei mir so ein bisschen das gewesen. Ja, Ja. jetzt ist es ja bei dir, und das merkt man ja gleich, auch deine Bewusstheit, die du ja diesbezüglich hast. Die meisten Menschen haben das aber gar nicht und können die Angst, sage ich mal, gar nicht so einschätzen oder einordnen. Und viel ist ja auch unbewusst, was passiert. Unser Unterbewusstsein arbeitet ja ganz raffiniert. Und zwar, du musst das ja gar nicht erlebt haben, sondern eine Vorstellung langt ja aus, um irgendwie eine Reaktion zu zeigen, ne? Deswegen, und Ja. die Ängste sind ja auch unterschiedlich verlagert und haben ja verschiedene Qualitäten. Wenn man mal auf die heutige Zeit guckt oder ein bisschen ein paar Tage noch davor, gab es ja diese drei großen Ängste. Der eine hatte Angst vor Krankheit. Dahinter steht immer der Tod übrigens, glaube ich, ne? Der Ja. andere hatte Angst, seine Existenz wird vernichtet. Und der dritte hatte Angst, dass sich irgendwie das System, unser Gesellschaftssystem jetzt so verändert, und dass da irgendwie keine eigene, ja, Selbstbestimmung mehr da ist, sage ich mal so. Ich will dir diese Wörter jetzt mal alle ein bisschen umschreiben, aber du weißt, was ich meine. Und die Ärzte, und diese Ängste untereinander haben sich ja gar nicht so vertragen, ne? Wie kann man denn entdecken, dass der Körper die richtige Angst sozusagen, also es gibt ja eine Fluchtangst, die ist ja wichtig, ne? Oder wenn die Fliege jetzt auf dein Auge zukommt, macht das ja auch automatisch zu, wie du das so schön erklärt hast, ne? Aber wie kann man denn unterscheiden, dass das eine nur eine Illusion ist und das andere nicht, ja? Weil Krankheit ist ja. Die Angst vor der Krankheit ist ja immer relativ, ne? Wie kann Ja, man das unterscheiden? also ich habe das gemacht. Das ist bei mir noch ein weiterer Bereich gewesen und der ist ganz toll, dass ich angefangen habe, mich Menschen, also sichere, für mich sicheren Menschen ehrlich mitzuteilen. Und zu sagen, zum Beispiel, wenn ich in einer Situation war, in der ich Stress hatte, dass ich zu dem Menschen gesagt habe, hey, hör mal zu, ich habe jetzt gerade hier Stress, weil es erinnert mich an früher. Und deswegen bin ich jetzt gerade so komisch fahrig oder wie auch immer. Und dann hab ich an der Reaktion des anderen gemerkt, der hat mir ein Feedback gegeben, so, hey, du musst gar nicht aufgeregt sein, weil ich habe es gar nicht gemerkt, dass du aufgeregt bist. Das ist alles gut. So. Und das ist mal wieder dieses Abgleichen zwischen, ich teile mich mit und sage ehrlich, was gerade mit mir los ist, und dann gibt der andere mir ein Feedback. Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, so, ah ja, das ist gar kein Stress, das ist überhaupt gar kein Thema. Und das ist, glaube ich, auch das meiste Problem halt in Beziehungen, warum auch immer gesagt wird, hey, ihr müsst miteinander reden. Nicht, weil man nur die ganze Zeit reden soll, sondern weil man sich selbst mitteilen sollte, um zu sagen, ich fühle gerade das und das, und das kann überhaupt nichts mit der Realität gerade zu tun haben, weil das irgendein Thema aus der Kindheit ist, was man aber gerade verbindet mit dieser Situation. Und das kann der andere ja nicht wissen. Woher soll er das wissen? Und deswegen habe ich wirklich so, also mit Menschen, die mir nah sind, die liebevoll sind und zu denen ich einen engen Kontakt habe, Bezug habe, habe ich damit angefangen. Und dann habe ich so, braucht man eigentlich nur so ein paar Referenzerlebnisse, in denen man feststellt, es ist nichts. Und dann fängt man an, Schritt für Schritt zu lernen und immer weiter zu lernen. Man bekommt auch, manchmal, es ist auch manchmal ein bisschen rumpelig, dass der andere, dass man so, dass es auch manchmal komisch ist, ja, wenn man sagt, ich fühle mich so oder so, und der andere sagt so, hä? Aber man lernt Schritt für Schritt, wie so eine Treppe geht man hoch, dass nichts ist. Und das ist so im sozialen Kontext,
bei mir das gewesen, was ich auch immer noch lerne, weil wir sind alle Menschen und wir haben permanent irgendwelche Trigger. So ist das Leben, glaube ich. So ist es einfach. Und mit mir selbst habe ich das so gemacht, dass ich halt aktiv in die Ressourcenarbeit gegangen bin. Das heißt, das ist das Gleiche eigentlich nur mit mir selbst. Das heißt, welche Ressourcen habe ich? Ressourcen bedeutet, was kann ich machen, damit es mir gut geht, was mir Energie gibt, dass ich mich entspannen kann und wirklich entspannen kann und dass ich eigentlich so, ja, zufrieden bin. Und da habe ich so eine Liste geschrieben, so, was kann ich machen, damit es mir gut geht? Zum Beispiel Sport machen, spazieren gehen, das kann bei jedem was anderes sein, ein Bild angucken, was weiß ich. Und das sind so ganz verschiedene Sachen. Und das habe ich in meinen Alltag auch integriert. So, das kann für den einen zum Beispiel ein Tagebuch sein oder ich journal ganz viel, das macht mir auch ganz viel Freude. Und so habe ich angefangen, mit mir selbst so diese Ruhe reinzukriegen. Und wenn es ganz kritisch mal wurde, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, jetzt bin ich gerade richtig so, jetzt bin ich gerade alleine, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil mir geht es gerade irgendwie nicht so gut, dann habe ich jemanden angerufen, nach Verbindung gesucht und gesagt, hey, mir geht es gerade nicht so gut. Und dann habe ich darüber gesprochen und dann wurde es auch schon wieder besser. Und das hat gut geklappt. Was ich sehr schön, wenn, was ich da raushöre, ist auf jeden Fall, sag, wie es ist. Das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Satz. Der ist auch ganz wichtig, wenn du vor Menschen sprichst und Angst hast, ne, in einer Gruppe. Dann geht es Ja. immer darum, sag, wie es ist. Also du darfst auch gerne deine Angst benennen. Ne? Also Ja. das heißt, dass man wirklich einen realistischen und einen wirklichen und wirklich, meine ich jetzt wirklich von Wirkung her, einen wirklichen Ist-Zustand erstmal darstellt, ne? Ja. Erstmal einen wirklichen Blick, wie ist es denn gerade wirklich, wirklich, ne? Dass man Ja. den erstens für sich selber, das heißt, wie ist es denn jetzt wirklich? Muss ich jetzt Todesangst haben oder sterbe ich jetzt gleich oder wie ist es denn wirklich, ne? Erstens das und vor allem, dass der andere das auch versteht, weil wir können ja nie in den Schuhen des anderen sein. Also wir verstehen den anderen nicht, weil wir nie so fühlen und empfinden können. Das heißt, im Prinzip geht es darum, eigentlich ja, zu lernen, die Sprache des anderen zu sprechen und zu Nee. verstehen. Ja. Nee, würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, es geht darum, meine Sprache zu sprechen und mich selbst auszudrücken und dem anderen das so zu sagen, zu geben und dass der andere dann versucht, mir seine Sprache zu geben, sodass man irgendwie sich miteinander verbinden kann und wieder verstehen kann. So, weil das große Problem ist bei den Menschen, die meisten können das nicht. Die Ja. können auch kein Gefühl ausdrücken oder benennen oder wo das im Körper ist. Das ist eine ganz große Schwierigkeit, weil wir haben es nicht beigebracht bekommen in der Kindheit, weil wenn das Kind damals geheult hat, wurde gesagt, ja, du brauchst doch nicht traurig sein. Ja, das bringt einem Kind aber nichts, weil wenn es gerade traurig ist, dann will die Trauer einfach gerade da sein und dann ist es in Ordnung. Aber letztlich versuche ich einfach nur, mich selbst mitzuteilen und der andere sich selbst und dann merkt man, dass es alles eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja. Und was ich auch als Reaktion sehr häufig habe, nicht nur, dass sie es nicht gelernt haben, sondern dass sie es auch nicht dürfen. Ne? Also, Ja. weil, warum auch immer, also das meistverbreitete Programm ist ja, ich bin nicht gut genug zum Beispiel, ne? Für etwas. Und da ist es auch häufig, dass man das nicht macht. Ne? Frauen und Männer sind ja auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Bei Männern ist es ja auch eher so, dass man gewisse Sachen nicht sagt, ne? Oder über Emotionen noch nicht spricht. Ne? Und bei Frauen ist das schon eher emotionaler. In einer Beziehung hilft das natürlich auch soweit, wenn man denn das auch möchte. Ne? Darum geht es ja Ja, auch. Ne? definitiv. Man muss fragen, möchtest du, dass wir uns so austauschen? Weil es kann auch sein, dass da kommt, nein, möchte ich nicht. Das ist auch in Ordnung. Also da muss man natürlich fragen, das ist die Freiwilligkeit. Ja, Ja, klar. jetzt hast du ja Definitiv. in deinem Beruf auch mit ganz vielen Menschen zu tun. Wie ist es im Business? Auch immer das zu sagen, was man fühlt? Nein. Auf gar keinen Fall. Auf gar Deswegen keinen spreche ich immer, Fall. nein, Ja, das erkläre ich gut. jetzt, was ich damit meine. Es geht um ein sicheres Setting. Und ein sicheres Setting sind Menschen, die im privaten Umfeld sind, die einen kennen und denen man sich öffnen kann. Die Berufssituation, der Chef, Menschen mit Machtgefälle, öffentliche Behörden, alles, was damit zusammenhängt, ist kein sicheres Setting, um sich hinzustellen, zu sagen, hey, ich fühle gerade Wut, weil wenn ich gerade eine Versicherung berate,
und der andere Kunde zu mir sagt, ich fühle gerade Wut, und dann sage ich, ja gut, ich fühle gerade irgendwie Langeweile. Das hat überhaupt gar keinen Kontext. Das hat irgendwie nichts mit der Situation zu tun, sondern ich hole den Kunden dann einfach nur auf dieser, ja, auf dieser Informationsebene ab. Und alles, was mit Ängsten läuft, ja parallel ist, läuft ja parallel weiter, ja. Weil es hat leider viel mit Ängsten zu tun, Versicherung. Aber man muss immer unterscheiden zwischen sicheren und unsicheren Setting, weil sonst rennt man echt gegen die Wand, und das kann gehörig schief gehen, wenn man sich Menschen mitteilt, die das nicht wollen oder wo es einfach unsicher ist. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, Dass du gefragt hast. die Kommunikation muss dann schon beidseitig dann im Einverständnis sozusagen auch sein. Bei Ja. dir ist ja die schöne Kombination der Methodik und aber auch der Intuition. Wie viel spielt Spiritualität in der ganzen Beziehungsebene jetzt, ob mit dir selber, ob mit dem anderen, partnerschaftlich gesehen oder auch global gesehen? Spirituell, Glaube, Religion, inwieweit spielt das eine Rolle? Das ist eine ganz tolle Frage. Also ich denke, für mich spielt das eine sehr große Rolle. Aber ich denke, das ist wie in der Mathematik früher, so Punkt-vor-Strich-Rechnung. Wenn ich zuerst nicht die Basis habe und mich selbst nicht regulieren kann und selbst nicht dieses ganze Wissen habe, wie funktioniert mein Körper, wie läuft das ab, wie kann ich mich selbst beruhigen, dann kann ich nicht also wenn diese spirituelle Ebene gehen, weil das funktioniert dann nicht, weil der Körper immer wieder nach Sicherheit sucht. Und mein Geist dann immer wieder irgendwelche anderen Sachen macht. Aber für mich ist es so, dass ich zuerst, also mein Körper erstmal die Grundbedürfnisse befriedigen muss, meiner Meinung nach. So habe ich das empfunden und so geht es mir auch aktuell. Und dann kann ich irgendwann in die Kreativität gehen, in meine Schöpferkraft, wie man es sagen kann, ja. Das ist ja auch diese Bedürfnispyramide, dass oben ja auch diese Bestimmung Selbsterfüllung ist und unten halt Wärme, Schlafen, alles, was ich als Grundbedürfnis brauche. Und das kann man auch so ein bisschen übertragen. Und der Körper an sich, da kannst du dir einen Ertrinkenden vorstellen, der gerade im Meer ist und ertrinkt, ja. Der macht sich jetzt nicht darüber Gedanken, ob er jetzt morgen noch ein Bild malt oder so, sondern der macht sich Gedanken, ich ertrinke gerade hier, ne, ich greife mit dem Arm, ich muss jetzt überleben. Und in diesem Zustand kann ich nicht mir überlegen, ne, kann ich nicht kreativ sein. Und deswegen ist es wichtig, dass man zuerst so diese Ebenen versteht. Und dann halt immer weitergeht. Man kann es auch, ich habe es auch so ein bisschen parallel gemacht, weil man ist ja nicht nur jetzt im Körper unterwegs und nur so auf dieser untersten Ebene, sondern man hat ja auch Impulse und der Alltag und andere Menschen und Begegnungen und man hat ja alles zusammen eigentlich. Aber das andere war für mich als Basis erstmal richtig wichtig, um weiter voranzugehen, ja. Ja, und du kommst wieder zu dem einen Punkt, dieser Ist-Zustand ist einfach wesentlich, ne? Ja. Was ist gerade wirklich, wirklich wesentlich oder essentiell? Und ja, man sagt es ja schön, also du reagierst sehr schön viel über deinen Körper. Man sagt ja auch schon so schön, Haltung bringt Haltung. Das bedeutet ja in einem, das ist ja auch zweiseitig, du kannst ja einmal die Haltung haben, eine aufrechte Haltung haben, eine lebensbejahende Haltung haben, rein körperlich, und dann geht es auch in den Geist, aber auch andersrum, ne? Also das ist ja, spielt auf jeden Fall immer zusammen. Der Körper spielt also eine ganz, ganz große Rolle, um etwas zu messen, ne? Ja, der Körper gibt uns permanent Rückmeldung, was hier gerade los ist. Und dieser Ist-Zustand, von dem du sprichst, das ist auch so das ist eine tolle Übung, eine Orientierungsübung nennt man das auch. Also wenn ich im Raum bin und gerade voll nicht klarkomme und merke, irgendwas ist hier los und ich raff gerade gar nichts mehr, dann stelle ich mich so in den Raum und gucke so, okay, was ist hier alles grün? So. Oder was sehe ich gerade? So eine Blume, ein Fenster, so, wie sehen meine Kleidung aus? So. Und dann fängt das Gehirn sich wieder an zu erinnern. Ich bin hier in einem Raum, so ich orientiere mich, was ist hier los und so. Und das ist auch so das ist der Ist-Zustand. Und das ist so, das sind so ganz, ganz konkrete Sachen, wie man sich wirklich so in dieses Jetzt zurückholen kann. So in diesem Ist-Zustand ist eigentlich so dieser Jetzt-Zustand, genau. Ja. Gibt es körperlich gesehen für dich auch so ein bisschen, wir kennen das so ein bisschen aus der NLP-Ecke oder auch aus anderen, dass auch der Körper an gewissen Stellen bestimmte Sachen reflektiert? Dass es bestimmte Körperregionen dafür gibt, für bestimmte Ja. Themen zum Beispiel?
Ja, also bei mir aus der Erfahrung heraus zum Beispiel war die Trauer immer im Herzen und im Hals. Bei mir ist ganz viel im Hals immer gewesen. Es hat auch viel mit Ausdruck, mit Kommunikation zu tun. Und also ich glaube, so diese Todessehnsucht auch und diese Trauer, die viele haben, ist, glaube ich, ganz, ganz tief im Herzen und ja, und im Hals so. Also das sind so die zwei Bereiche, die bei mir zumindest viel sind, bei Frauen auch viel im Unterleib, weil das sind ja auch so diese ganzen weiblichen Themen, die viele Frauen auch im Unterleib spüren, auch Gefühle und ja, aber das auf jeden Fall, aber ich kann das jetzt nicht so direkt klar zuordnen, weil das ist bei jedem Menschen auch unterschiedlich und das ist auch das Spannende, weil jeder Körper reagiert auch anders, weil jeder Körper und jeder Mensch so andere Themen hat und deswegen sind auch die Bereiche für jeden Menschen irgendwo anders gelagert im Körper, aber ich glaube, das meiste zentriert sich im Herzen, denke ich schon. Ja. Und glaubst du, wenn es, wenn man selber im Ungleichgewicht ist, liegt das halt daran, dass man Körper, Geist und Seele, also wir sagen jetzt mal, das einmal das Spirituelle, einmal der Verstand und einmal der Körper als solches, das darf alles im Einklang sein, also alles auch die gleiche Aufmerksamkeit haben. Definitiv. Da bin ich auf das unterschreibe ich sofort. Im Moment ist es nur so in unserer Gesellschaft, dass wir halt viel in dieses Spirituelle, in dieses Geist-Seele-System gehen und das ist auch eine tolle Sache, aber den Körper halt vernachlässigen. Und das führt halt dann auch irgendwann so zu Krankheiten. Und deswegen, ich glaube, wenn jeder Mensch wirklich nur 10 Minuten jeden Tag seinem Körper Aufmerksamkeit geben würde und spüren würde, wie fühle ich mich gerade, einfach nur, wie fühle ich mich gerade, wie geht's gerade so, wie fühlen sich meine Beine an, mein Kopf, meine Hände, so, was ist gerade los? Ich glaube, das wird schon so viel machen, und das wird schon ganz viel Veränderung bringen, weil dann kommt man zwangsläufig mit sich selbst in Kontakt, was dann daraus entsteht, wie man sich dann fühlt, das ist natürlich eine andere Sache, ne? Es kann natürlich sein, dass es einem da nicht so gut geht, weil man spürt so, ups, mir geht's eigentlich gar nicht gut gerade. Aber das ist ja auch wieder eine Botschaft dann. Ja, jetzt muss ich dich mal so ein bisschen als Glaskugel behandeln. In der heutigen Zeit, wenn wir uns das Weltgeschehen, was natürlich auch immer wieder Ansichtssache ist, natürlich eine Wahrnehmungsfrage ist, aber wenn man sich das aus unserer Blase heraus, das Weltgeschehen anschaut, hat ja das, was wir gerade so besprechen, eigentlich gar keine Berechtigung, weil wir wissen das ja eigentlich alles, wie wir miteinander umzugehen haben oder mit uns selber, und damit fängt es ja an. Warum funktioniert das global nicht? Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich denke, weil wir global vom Bewusstsein, jetzt wird es ein bisschen spirituell, ich glaube vom Bewusstsein, also wenn du mal auf die Straße gehst und einfach mal so über die Menschen guckst, einfach nur die Menschen anguckst auf der Straße, glaube ich, dass wir vom Bewusstsein her irgendwie noch nicht, die Masse noch nicht so weit ist, sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen zu wollen oder zu können. Und ich glaube, dass zum Beispiel, also für mich ist es das Spirituellste der Welt, wenn ich diese Körperarbeit mache, weil dann bin ich verkörpert und dann bin ich in mir und dann kann ich ja auch erst strahlen, weil ich dann mich komplett fühle. Und die meisten, wenn man sich die Körper der anderen mal anschaut oder die Menschen an sich, sehen meiner Meinung nach nicht gesund aus, nicht zufrieden und wie sie sich ernähren, einfach alles, wenn man sich einfach alles so mal anschaut, daran sieht man einfach, wie weit wir im Moment sind, also zumindest die Masse, ja. Aber da gibt es natürlich noch so eine kleine Menge, die das natürlich auch anders macht, ja. Aber ich glaube, dass wir momentan noch so ein bisschen in den Kinderschuhen halt irgendwie sind. Weil wenn man erstmal verstanden hat, wie wichtig der Körper ist, dann versteht man auch viele andere Dinge im Leben und vieles löst sich dann auch auf. Es ist ja im Prinzip, wir sind ja heute, glaube ich, vom Intellekt, also von unserem Verstand oder von unserem Wissen auch aus der Physik etc. und anderen Naturwissenschaften, auch aus der Mathematik, ist es ja eigentlich einfach. Und zwar das Prinzip von Ursache und Wirkung einfach. Ne? Also wir ernten, was wir säen sozusagen. Und wenn ich nur diese beiden Begrifflichkeiten nehme, dann und mir nochmal die Frage stelle, wenn das doch jeder weiß eigentlich, dass klappt also dann doch nicht irgendwie, ne? Also wenn ich lebensbejahend denke, also Liebe aussende, dann bekomme ich auch Liebe zurück, ne? Klingt einfach, aber scheint kompliziert zu sein. Ich glaube, die meisten wissen das nicht. Ich meine, frag mal die Menschen auf der Straße, kennst du das Gesetz von Ursache und Wirkung? Frag das einfach mal. Ich glaube, das wissen die meisten nicht. Und es ist einfach,
Oder Und Sie da habe haben ich schon den mal Bezug. gehört, oder wir ernten, was wir sehen, hat ja auch schon jeder gehört. Ja, das sind auch so Weisheiten, die total toll sind, aber ich glaube, die meisten kriegen die Bezüge im Alltag dann nicht, ja. Also das ist, es ist ein super spannendes Thema, aber es ist, ja, also was mich manchmal unglaublich traurig macht und was so einer meiner, von meinem Weltschmerz irgendwie so ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen einfach die Beziehung oder den Bezug zu sich selbst und zu ihrem Inneren einfach so verloren haben, weil es so schön ist, bei sich zu sein und sich selbst zu spüren und weil daraus kann noch viel entstehen und viel Verbindung sein. Aber wenn man so in der Welt so rumrennt und dann einfach 9 to 5 arbeitet und das Ganze für sich selbst nicht so reflektiert oder auch mal fragt, bin ich jetzt gerade glücklich in der Situation? Geht es mir mit den Menschen gerade gut? So, wie fühlt sich das an? Und es geht ja viel über die Gefühle, dann das machen die meisten einfach nicht. Und dann, ja, das ist ein bisschen traurig, finde ich. Und weil sie, glaube ich, auch nicht wissen oder nicht bewusst wahrnehmen, dass sie eigentlich und nicht, also uneigentlich, selbst verantwortlich sind für dem, was sie denken, was sie fühlen und wie sie handeln, sondern eher immer im Außen oder sie brauchen irgendeine Fügung, eine Führung, die ihnen das sagt, was sie zu tun haben, ab wann sie gesund sind, was das bedeutet und so. Ich glaube, diese Selbstverantwortung, deswegen habe ich ja auch, rede ich gerne über Glück, ist eine Entscheidung, ja. Das ist ja eigentlich im Prinzip das Ergebnis Selbstverantwortung, ne? Ich glaube, das ist auch so, was die Menschen ja entweder nicht verstehen oder also nicht verstehen, was es bedeutet. Es bedeutet ja eigentlich auch, egal, wenn ich die Situation nicht selber beeinflusst habe, aber was ich immer beeinflussen kann, ist, wie ich darauf reagiere oder meine Herangehensweise auf die Situation. Das liegt ja in meiner Macht, da kann ich ja wählen, ne? Ja, das ist toll mit der Selbstverantwortung, definitiv. Und das ist auch so ein Prozess im Erwachsenwerden. Als ich irgendwann erwachsen wurde oder meinetwegen 18 war, dann ist man ja gesetzlich erwachsen, dann habe ich das auch lernen müssen. Und da habe ich auch so ganz konkret Try and Error gegen die Wand gelaufen, nicht verstanden, nochmal gegen die Wand gelaufen, irgendwann verstanden, okay, weiter geht's, ja, so. Aber dieses ständige im Außensein ist auch so eine Krankheit aktuell, die man auch ganz toll neurophysiologisch erklären kann, weil wir sind im Außen, weil es uns manchmal zu sehr wehtut, im Inneren bei uns zu sein, weil der Körper halt manchmal so komische Sachen dann macht und es einem nicht gut geht. Deswegen trinken wir manchmal Alkohol, deswegen sind wir manchmal Workaholics, dann, ne, machen wir einfach bestimmte Sachen, kompensieren. Aber deswegen orientieren wir uns immer nach außen, weil wenn sich alle nach innen orientieren würden, dann würden sie ja konfrontiert werden mit allem, was da so Schönes in einem drin ist. Und manchmal fühlt sich das natürlich auch nicht so toll an, ja, so. Und das ist dann manchmal anstrengend im Alltag und das will man dann manchmal nicht. Deswegen ist man dann in den sozialen Medien unterwegs oder was weiß ich, macht dann einfach, ist immer im Außen. Und da muss man manchmal auch so ganz bewusst im Alltag schauen, warum bin ich jetzt eigentlich wieder im Außen? Und dann schaue ich mal wieder so auf meinen Körper, so, hey, ich bin jetzt gerade im Außen, weil ja, ich fühle mich gerade nicht gut. Deswegen bin ich gerade, muss ich gerade hier irgendwie, lenke ich mich gerade ab und dann komme ich auch immer wieder zurück zu mir und merke so, okay, lieber Körper, was brauchst denn du gerade? Und dann ist es manchmal so, eigentlich bin ich müde und ich will schlafen. Habe ich nicht, hab ich überhört? Und dann denke ich mir so, okay. Denke ich jetzt schlafen, ja. Ja, Resümee ist, wir dürfen uns einfach selber richtig kennenlernen, selber wissen, wann, wie und wo wir ticken, in welcher Situation auch immer, wie wir halt ticken und dass wir es sind, die die Ursachen setzen. Richtig. Ja. Ja, schön. Das wollen wir jetzt auch als Schlusswort, weil unsere Zeit läuft nämlich ab, wollen wir als Ja. Schlusswort auch so stecken lassen. Wenn man mit dir gerne Kontakt aufnehmen möchte und mehr darüber wissen möchte, was ist dein Einfalltor? Wie kann man dich kontaktieren? Ich habe eine E-Mail-Adresse, die können wir unten verlinken. Das Und machen ich wir. baue gerade eine Website auf und die ist noch in Arbeit, aber da kann man mich auch drunter erreichen: www.annawernicke.de. Die ist noch im Aufbau. Ansonsten per E-Mail gerne. Gerne Fragen, alles Mögliche. Ja. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir für die schönen Impulse, Eindrücke und ja, für die Inspiration vor alledem. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank dir. Danke für das Gespräch.